Leute, was läuft? Wir sind hier im Jahr 2035 im Karrieremodus und werden uns heute die Champions League-Sieger angucken. Wir schauen also mal direkt und natürlich auch die Mannschaften. Das ist natürlich das Interessanteste. Welche Region spielen wo? Welche Spieler spielen bei den Vereinen? Sind noch Spieler aktiv? Und vor allem gibt es natürlich mega Überraschungen hier. Erste Champions League. Viertelfinale würde ich sagen, gibt es noch keine mega Überraschung. Neapel vielleicht so ein bisschen, aber ja, wir sehen im ersten Jahr keine mega Überraschung Paris, aber die Mannschaft, die gucken wir uns natürlich gleich an. Aber wir sehen auch hier direkt schon Arsenal. Ja, 18 Punkte der Gruppenphase. Vielleicht reicht es nächstes Mal dann für die Champions League. Sehen auch hier den FC Turin. Also wir werden bestimmt noch ein paar Überraschungen hier sehen. Jetzt gucken wir uns erstmal den Kader von Paris hier an. Starten wir hier einfach mal im Sturm, wo ein 36-jähriger Kylian Mbappé noch spielt. Sehr krasse Sache, aber wir werden natürlich heute noch über das Jahr 2040 hinausgehen, wo er dann sehr wahrscheinlich seine Karriere beendet hat. Wir haben hier einen Mittelstürmer. Das könnte der Depay sein. Oder der Region von der Region, muss man glaube ich mittlerweile schon sagen. Rodrigo ist hier hingewechselt. Hier sehen wir ganz, ganz schnell das Mittelfeld. Da ist Florian Würz. Hier sehen wir ganz, ganz schnell die Verteidigung. Die ist aber jetzt nicht so extrem gut. Hakimi noch am Start mit 36. Und Donnarumma auch noch am Start. Und wir sind jetzt direkt im Jahr 2036. Normalerweise würde jetzt hier gleich das Karriereende kommen. Wir machen natürlich weiter, gehen natürlich noch in das Jahr 2040 und so weiter. Gucken uns jetzt aber hier den Champions League-Sieger an im letzten regulären Jahr. Wir sehen hier direkt schon im Achtelfinale. Ja, da sind schon mal ein paar Überraschungen dabei. Bordeaux, Montpellier, Braga, Lille. Ja, vielleicht auch eine kleine Überraschung noch. Also das sieht schon mal so ein bisschen durchgewürfelter aus. Aber im Viertelfinale legt sich das Ganze wieder so. Die guten Mannschaften setzen sich hier durch, die wir vom Anfang natürlich kennen. Wir müssen natürlich jede Mannschaft hier heute erforschen. Halbfinale ist jetzt auch nichts mega Besonderes. Champions League-Sieger wird Real Madrid im Jahr 2036. Ihr seht hier schon mal die Torhüter von Real Madrid. Aber bevor wir uns die ganze Mannschaft angucken, lasst noch schnell einen Daumen nach oben da. Schaffen wir hier königliche 1111 Daumen nach oben. Rum bei diesem Video. Abonnieren, Glocke aktivieren natürlich auch nicht vergessen. Wir sehen Alphonso Davies hier einfach mal bei Real Madrid. Dranbleiben natürlich auch nicht vergessen, damit wir hier weitere Überraschungen auch sehen. Wir werden uns viele Teams hier heute angucken, aber natürlich hauptsächlich erstmal die Champions League Sieger. Hier sehen wir sehr wahrscheinlich den Van Dijk Region. Oder De Ligt könnte das mittlerweile auch schon sein. Ja, der ist vielleicht ein bisschen zu spät dran. Ja gut, mittlerweile kann alles schon sein. Schauen wir uns hier noch das Mittelfeld an. Camavinga spielt immer noch da. Ein Talent ist mittlerweile ja von seinem Potenzial schon wieder runtergegangen. Auf eine 80. Greenwood 85. Madueke. Okay, Real Madrid hat ordentlich eingekauft. Auch hier in den ZDM, in den Region. Renato Sanchez auf einer 70er Gesamtstärke. Jadon Sancho 85. Ein ZDM 88er Gesamtstärke. Tonali. Okay, also Real Madrid hat echt extrem viele Spieler. Wir gucken direkt in den Angriff und da sehen wir Erling Haaland mit 35 und einer 92er Gesamtstärke. Dann noch ein italienischer Stürmer 88er Gesamtstärke. Also richtig krasse Mannschaft. Ich bin sehr gespannt auf den nächsten Champions League-Sieger. Facegame geht aus und wir gucken direkt weiter. So sieht das Ganze im Jahr 2037 hier aus. Vorne drin einfach mal der Cristiano Ronaldo Region, der Salah Region und der Suarez Region. Kann man mal machen. Im Mittelfeld dann einfach mal der De Bruyne Region. Also Manchester United hat sich die richtig heftigen Regions hier schon mal geholt und holt sich weiter die Regions von der Konkurrenz. Robertson heißt hier einfach mal Robertson, beziehungsweise der Region von Robertson heißt Robertson. Also Manchester United extrem stark. Hier auch noch ein 88er Innenverteidiger aus Frankreich. Also ich würde mich nicht wundern, falls Manchester United die Champions League hier nochmal gewinnt. Aber im nächsten Jahr wird es Inter Mailand Halbfinale mit Lazio Rom. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Jahre, bis wir die richtigen Überraschungen hier sehen. Und auch große Überraschung, der Neuer oder Ter Stegen Region, wie auch immer, der landet hier in Italien. Italienischer Verteidiger darf natürlich nicht fehlen. Bellingham spielt hier einfach mal bei Inter. Sonst das Mittelfeld nicht so extrem interessant. Hier nochmal ein 91er Engländer. Sehr wahrscheinlich Harry Kane. Und dann nochmal einen 89er Brasilianer. Und jetzt sehen wir die erste Mega-Überraschung. Leicester City macht ein neues Wunder. Diesmal in der Champions League. Inter Mailand hier zwar im Finale, aber Leicester City, da sind wir natürlich extrem gespannt. Genau sowas wollten wir hier sehen. Wie immer hat es sich hier gelohnt, dran zu bleiben. Leicester City, wir gucken uns den Verein natürlich hier an. Was ist aus denen geworden? Wir sehen Delap, aber ja, mit 87er Stürmer. Das ist schon mal ganz gut, aber jetzt nicht die Mega-Kracher. Nicht irgendwie eine 90er Region oder sowas. Auch das Mittel.
Mittelfeld ist, ja okay, der ZM ist schon mal stark, aber jetzt in der Breite nicht so extrem heftig, dafür aber an Qualität hier. Also sieht ziemlich ordentlich aus, aber man muss sagen, noch viele 70er und so weiter dabei. Gucken wir mal, ob das vielleicht in der Defensive besser aussieht. Da ist ein Portugiese mit 88er Gesamtstärke und nochmal ein rechter Verteidiger mit 85. Also die Portugiesen, die sind hier richtig gut und im Tor haben wir einen 86er. Also man muss sagen, es ist nicht die Übermannschaft, die gespickt ist mit 90ern Spielern, aber natürlich die erste richtige Überraschungsmannschaft hier. Gut, Inter Mailand würde man das momentan auch nicht zutrauen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Inter Mailand hat ja schon mal die Champions League gewonnen, Leicester City noch nie. Juni 2040 mittlerweile. Gucken wir mal, ob wir die nächste Überraschung sehen. Ne, da sehen wir Manchester United, Borussia Dortmund hier im Finale, aber die müssen das natürlich gewinnen, damit wir uns die Mannschaft hier angucken. Obwohl, ich denke, das interessiert viele von euch, deswegen gucken wir da direkt mal rein. Manchester United haben wir ja schon so in der Form gesehen, gucken wir vielleicht auch noch rein, ob es da irgendwelche Upgrades gibt. Dortmund aber jetzt nicht so mit der extrem starken Mannschaft, wo man denkt, dass die jetzt hier ja, ins Champions League Finale marschieren. Auch hier keine 90er Spieler und auch sehr wenige 85 plus Spieler. Also schon eine Überraschung, mit den Gesamtstärken hier ins Champions League Finale zu kommen. Und bei Manchester United hat sich auch was getan. Ein Stürmer aus Deutschland mit einer 88er Gesamtstärke könnte Timo Werner sein. Und hier nochmal ein rechtes Mittelfeld, das könnte der Sané Regen sein. Hier nochmal ein spanischer linker Mittelfeldspieler. Und den Rest, den haben wir schon hier gesehen. Und wir sind jetzt im Jahr 2041. Guckt euch mal hier die Mannschaft an. Granada, Hertha BSC, Feyenoord. Verrücktes Viertelfinale hier. Im Halbfinale sehen wir einfach das. Ja, die Berliner Mannschaft, die Hertha einfach mal ins Finale kommt, da aber leider gegen Liverpool verliert. Aber wir gucken uns hier an der Stelle beide Mannschaften an. Und Liverpool sieht hier schon mal ganz ordentlich aus. 2,90er vorne drinne. Haben sich einfach den Sadio Mane Region hier direkt zurückgeholt. Im Mittelfeld hier, Bailey müsste es sein. Dann Cherki auf der 77er Gesamtstärke. Der war auch schon mal besser, das wissen wir natürlich hier. Und jetzt nochmal eine 90er, also Fabinho. Oder könnte natürlich auch ganz theoretisch Casemiro sein, aber Fabinho macht hier natürlich mehr Sinn, weil er natürlich in dieser Liga dann hier landet. Grafenberg, 39 Jahre alt, 79er Gesamtstärke. Die ganzen Talente sind natürlich jetzt hier schon runtergegangen. Den nächsten 90er Spieler sehen wir hier bei Liverpool, also Liverpool hier mit Pedri, sogar 38 Jahre alt. Wie viele Spieler und wie viele gute Spieler haben die hier bitte im Kader? Extrem krasse Mannschaft, muss man einfach an der Stelle sagen, dass sie davor noch nichts gewonnen haben. Wundert mich schon so ein bisschen mit dieser Mannschaft. Aber gut, der Keeper ist nur ein 86er. Wenn die jetzt noch irgendwie einen 93er oder so hätten mit Oblak Region, dann, ich glaube, dann wäre komplett vorbei. Und jetzt gucken wir uns natürlich die deutsche Mannschaft an. Hertha BSC hier im Finale mit einem 89er Stürmer hat Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Das könnte der Kylian Mbappé Region sein. Und ja, das ist er. Hertha BSC hat den Kylian Mbappé Region und noch ein paar weitere gute Stürmer. Mittelfeld gucken wir uns auch nochmal ganz schnell an. Ist hier noch eine richtige Granate dabei? Ja, einen 88er. Richtig krass, könnte Kai Havertz sein, aber ein bisschen zu schwach, ne? 29 Jahre alt, gibt viele ZMs aus Deutschland. Aber ja, Hertha BSC hier ordentlich am Start, die sind ja immer im Karrieremodus hier richtig gut. Aber Champions League Finale ist natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. 85er Innenverteidiger haben die hier. Aber wie gesagt, die Mannschaften sind nicht mehr so komplett bestückt. Auf jeder Position so 85er und so weiter, weil natürlich die Regions hier zufällig zu den Mannschaften gepackt werden. 86er Keeper, mal gucken, was die hier noch so erreichen können. Und Bundesliga und so weiter gucken wir nicht rein. Falls ihr da aber natürlich Lust habt, können wir das mal machen. Aber jetzt geht es natürlich noch direkt weiter mit dem nächsten Jahr. Vielleicht auch mit der nächsten Überraschung. Und es geht hier weiter im Jahr 2042 mittlerweile. Den FC Bayern zum Beispiel, den sehen wir hier noch nicht so aktiv in der Champions League. Hier im Achtelfinale fliegen die raus. Noch nicht im Finale gewesen. Wir müssen sich das natürlich erstmal hier verdienen, dass wir uns die hier natürlich angucken. Leipzig kommt ins Halbfinale, liegt da aber raus. Liverpool hier schon wieder im Finale und Liverpool gewinnt das ganze Ding hier wieder. Mal gucken, ob die hier eine kleine Serie starten können. Wir gucken und so lange den FC Barcelona an. Ja, da sind auch ein paar ordentliche Kicker mit dabei. Nicht mehr so extrem viele Spiele, aber von der Qualität richtig gute Spieler. Einen 91er ZM. Also Barcelona auch nicht unverdient hier vom Kader im Champions League Finale hier gewesen. Sehr, sehr gute Spieler hier natürlich. Auf jeder Position einen guten Mann auf der Torhüter-Position. 88er Gesamtstärke. Ich glaube, bis jetzt haben wir den Oblak Region noch nicht gesehen. Mal gucken, ob wir den noch sehen werden. Und hier sehen wir die nächste große Überraschung. Nicht Barcelona,
Barcelona, die haben wir uns ja eben schon mal angeguckt, aber Leeds United hier einfach mal im Finale gewesen. Nizza auch noch im Halbfinale, Hertha haben wir schon angeguckt. Und Bayern immer noch nicht irgendwie hier im Viertelfinale. Also mich würde jetzt schon interessieren, die Bundesliga anzugucken, aber wie gesagt, können wir nächstes Mal machen. Bayern München war einfach überhaupt nicht vertreten hier in der Champions League. Was ist da bitte bei denen passiert? Und was ist vor allem bei Leeds United passiert? Da müssen wir natürlich direkt reingucken. Wir gucken uns erstmal den Torwart an, den 92er hier einfach mal. Der Courtois Regen müsste es sein. Heißt hier einfach mal Van Damme. Perfekte Sache hier. Also damit starten die natürlich extrem gut rein. 92er Keeper, das macht so einen heftigen Unterschied. Gucken wir uns mal die Verteidigung an. Okay, die sieht noch in Ordnung aus, aber jetzt auch nicht so übertrieben. Krass, kein 90er Verteidiger. Mittelfeld sieht dafür direkt schon mal besser aus. ZOM 88er Gesamtstärke. Gucken wir mal, ob wir den nächsten Kracher hier finden. 86er Gesamtstärke hier nochmal. Aber auch Mittelfeld nicht so extrem krass. Jetzt erwarten wir natürlich von den Stürmern, dass die nochmal richtig rasieren. 86er rechter Flügel, die Maria oder sowas in die Richtung könnte das sein. 85er Stürmer. Und nochmal hier ein 87er Stürmer. Ich glaube, den haben wir vorhin schon mal gesehen, oder? Ich glaube, der war vorhin bei einem anderen Verein unterwegs. Hier nochmal einen 89er. Das müsste Pulisic sein. Also sehr interessante Mannschaft und auch sehr, sehr cool, dass die hier ins Finale gekommen sind. Und wir gehen schon so langsam Richtung Ende. Mal gucken, ob wir noch ein Jahr machen. Das werden wir noch mitnehmen und wir sehen, Hertha BSC gewinnt jetzt hier auch mit dem Kylian Mbappé Regen Team Champions League. Beide Mannschaften haben wir uns ja schon angeguckt. Extrem viel wird da ja, denke ich, nicht passiert sein. Aber der SC Freiburg hier einfach mal im Viertelfinale. Was ist da bitte in der Bundesliga los? Okay, Freiburg muss ich euch jetzt an dieser Stelle einfach noch zeigen. Da will ich euch nicht warten lassen. Einen 90er haben die hier einfach mal. Sehr, sehr krass. Die haben natürlich auch gute Regens erwischt. Und ja, nicht zu wenige, muss man sagen. Also Bundesliga würde mich echt extrem interessieren. 85er Innenverteidiger. 82er Keeper nur, wenn die noch einen richtig heftigen Keeper haben, dann könnte es da auch in der Champions League noch weitergehen. Hier geht es aber erstmal nicht mehr weiter. 2044, wir beenden das Ganze mit dem deutschen Champions League-Sieger Hertha BSC. Weitere Sachen, die wir angucken, in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Klickt euch jetzt direkt zum nächsten Video und bis gleich.